Kommen Bezieher einer befristeten Erwerbsminderungsrente keine Rentenerhöhung zum 1.7.2024? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, die Wellen schlagen hoch. Bei uns laufen die E-Mails massenweise zum Thema Rentenerhöhung 2024 ein. Es gibt Leute, die freuen sich. Es gibt Leute, die sagen, was ist denn das für eine lachhaft geringe Rentenerhöhung? Ich tendiere auch zur zweiten Meinung, aber ich würde nicht sagen lachhaft, sondern es ist einfach viel zu niedrig. Und dann gibt es auch Leute, die machen sich wirklich Sorgen. Die stellen die Frage, bekomme ich auch die Rentenerhöhung? Denn ich habe zum Beispiel nur eine befristete Erwerbsminderungsrente. Und steige ich mal ganz kurz in die Mail rein, die ich am 20. März 2024 erhalten habe. Da steht, ich beziehe seit dem 1. Juni 2021 eine Erwerbsminderungsrente, die ist bis also bis in dem Jahr oder bis zum Jahr 2027 befristet. Gibt es für mich auch eine Rentenerhöhung? Ja, natürlich, meine Damen und Herren, gibt es auch für Sie eine Rentenerhöhung. Das Gesetz oder die Rentenwertbestimmungsverordnung und die Berechnungsvorschriften für die gesetzliche Rente, für die monatliche Rente, die beziehen sich doch nicht nur auf die Menschen, die eine unbefristete Erwerbsminderungsrente bekommen oder eine befristete Erwerbsminderungsrente bekommen oder eine Altersrente oder Rente wegen Todes bekommen, sondern diese Erhöhungsvorschriften, die jetzt neu auch für Sie zum 1.7.2024 sind, die mit der neuen Rentenwertbestimmungsverordnung dann auch gesetzlich umgesetzt werden, die beziehen sich auf alle Menschen, die eine gesetzliche Rente beziehen. Also sprich eine Rente aus dem SGB VI beziehen oder aber eine gesetzliche Unfallrente aus dem Bereich des Sozialgesetzbuchs Nr. 7 beziehen. Es ist völlig wurscht. Bitte entschuldigen Sie den Ausdruck, es ist völlig wurscht, ob Ihre Erwerbsminderungsrente befristet ist oder ob Ihre Erwerbsminderungsrente unbefristet ist, ob es eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung ist, ob es eine volle Erwerbsminderungsrente ist, ob es eine BU-Rente ist, ob es eine Erwerbsunfähigkeitsrente nach dem alten Recht ist. Es ist alles völlig wurscht. Alle von Ihnen bekommen im Normalfall diese Rentenerhöhung zum 1.7.2024. Warum sage ich Normalfall? Es gibt eine ganz, ganz winzig kleine Gruppe von Rentnerinnen und Rentnern, die bekommen die Rentenerhöhung nicht. Das sind die sogenannten Aussparungsrentner. Dazu habe ich aber auch schon mal was gesagt. Bitte mal nachlesen oder mal in den Videos reinhören, die ich zum Thema Rentenerhöhung 2024 schon veröffentlicht habe. Also, meine Damen und Herren, Sie können sich freuen. Rentnerinnen und Rentner mit einer befristeten Erwerbsminderungsrente bekommen auch die Rentenerhöhung 4,57%. Ist zwar nicht ganz so viel, wie wir uns gedacht haben, aber immerhin. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.